Pizzaabend und dann Feierabend. Dem Riesenstück, ey, Wahnsinn. 7 Uhr und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, ciao. Hast du keine Zwiebeln haben? So was zu geben? Möchtest du ein bisschen Milch trinken? Nein. Gar nicht trinken? Soll ich dir noch ein bisschen Cornflakes reinmachen einfach? Ja? Willst du? Noch mehr Cornflakes? Ja, da brauchst du mehr Milch reinzutun. Milch aus. Da. So. Das höher mal. Papa. Ganz dringend Zucker um zu essen. Ein bisschen Zucker. Achtung! Heißt. Ja, das heißt allemal. Gut. Wo war ich stehen geblieben? Ja, war trocken. Vitamine, auch heute. Papa, ich esse das nicht. Ach, das ist doch furchtbar. Pass auf, bitte. Okay, dann frühstück du mal hier noch kurz weiter, dann mache ich. Noch mal ein paar Kinder gerade weg. Danach? Und danach gehen wir kurz mal raus. Und dann kriegen wir ja schon wieder Besuch vom Heizungsmonteur. Da muss was gewechselt werden. Die tropft nämlich hier. Da ist wieder ein Wassertropfen. Ist nicht viel, aber es tropft. Was machen? Die Heizung ist repariert. Der Heizkörper sag ich schon, die Therme. Das können wir hier auf das Gefäß hier auch verzichten. Wunderbar. Lauf jetzt. Okay. Guten Tag, liebe Leute. Ich bin im Keller, ich muss ein bisschen was machen. Ich habe telefonisch zwei Aufträge bekommen. Zwar einmal hier bei dem dann nicht. Checken, warum das nicht funktioniert. Bei diesem hier. Holländer. Eine Schaltbox, eine Klickbox anbauen. Hat kein Problem, können wir machen. Und dann halt noch ein eigenes Rad. Was repariert werden muss, seid da mit dabei. Kurz zur Situation gerade. Marlies ist mit Ona im Krankenhaus. Ja, sieht nicht gut aus. Gerade auch.
Ja. Ne. Es gibt, weiß Gott, schlimmere Probleme als Wort. Wie auch immer. Gut, ich mach mal los. Ich erst mal. Frage Nummer 1, warum funktioniert hier das Licht nicht? Schauen wir mal, checken wir mal. Erstmal ist die Glühbirne desolat. So, jetzt checke ich mit einer anderen Lampe gegen, ob der Strom läuft. Ob der Dynamo kaputt ist. Wenn die jetzt nicht leuchtet, dann ist der Dynamo tatsächlich hin. Das ist aber in den seltensten Fällen so. Wie ist das mit gebrochen hier? Alles gebrochen. Jetzt scheint der Dynamo wirklich hin. Da ist irgendwas abgebrochen. Und eine Platte. Vorderrad ausgebaut, jetzt kann ich besser testen, ob es leuchtet oder nicht. Aber es fühlt sich nicht kaputt an, hier ist nur diese Aufnahme kaputt. Hier dieses Plättchen ist gebrochen, aber das kann es ja nicht zeigen. Leuchtet nicht mehr. Okay. Ja, machen wir es mal andersrum. Wir stecken mal einen Armdynamo da drin. Okay, der Dynamo ist es. Der Dynamo ist dann schuld. Tja. Kommt jemand nochmal? Ach so. Ne, ist durch. Das ist der Dynamo. Ja, wenn es der Dynamo ist, würde ich ja nicht weitermachen. Gib dir mal Werkzeug, das machen wir. Und eine Pumpe. Hier, Pumpe. Wo sind wir denn hier?
Also jetzt kommen wir vielleicht zu was, was wirklich was nochmal interessant sein könnte, aber hier vorne ist total dunkel, das weiß ich. Und zwar, Mal gucken, ob es schafft. Und zwar geht es darum, wir haben hier eine SRAM Fünfgangschaltung, also die späte Pentasport sozusagen Version mit einem Zug. Und der Schalter macht nicht mehr, wie er soll. Jetzt gibt es im Internet von Stomy Archer mittlerweile, bei SRAM baut ja keine Ersatzteile mehr dafür, gibt es im Internet für 40 Euro und 40 Euro plus Versand. Gibt es diese wunderschönen Ersatzteile, Ersatzteilboxen. Von Stomy Archer P5, also für die P5. Kickbox, Ersatzteilbox, wunderbar, total toll. Kostet 40 Euro, das alte hat auch 40 Euro gekostet damals. Und damals hat sich jeder darüber aufgeregt, jetzt sind sie alle froh, dass sie das wieder bauen, dass sie das wieder verbauen können. Oh. Also, so ändern sich die Ansichten und das baue ich jetzt mal an. Der Anbau ist nicht weiter schwierig, der ist genau das gleiche eigentlich wie bei dem alten System. Also man hat ja hier diese Schraube hier, die löst man, dann zieht man das Ding ab, das alte. Klicken wir hier das Kabel aus. Das ist alles keine schwere Nummer. Wir bauen hier oben den Schalter ab, den Griff ab, Schalter ab. Guck mal, Griff ab. Ei, ganz toll. Sehr gut. Ja, das liebe ich. Fantastisch. Schön. Der ist natürlich hin, also da braucht man sich jetzt keine Gedanken machen, der Griff, den kannst du vergessen. Man macht kein Klebeband unter die Griffe, weil, wie ihr seht, schmiert wunderbar. Inbusschlüssel lösen. Also lösen, ist ja klar, ist nicht groß. Und ab. Über diesen Schmierbatzen drüber wegziehen. Fertig. Wichtig, wenn ihr sowas austauschen wollt, ist, hier drauf steht 1700, das sind Millimeter. Die solltet ihr dringend auch wiederholen. Außer, ihr seht schon, an eurem Rad ist was verbaut, was zu knapp ist, dann holt auch euch die längere Version. Ja, also die sind alle, die Züge und Systeme sind alle gekürzt auf 1,7. 1,950 oder so, 2,200 oder irgendwie so weit war das immer. Ja, bei extremen Hollandrädern ist ja manchmal diesen Vorschwung, der so sehr hoch, der Lenker sehr hoch geht. Ja, da sind die manchmal sehr lang. Ja, jetzt machen wir das neue Teil drauf. Ganz simple Sache eigentlich, ne? Nicht viel. Nicht viel zu tun. Zack. Wie gesagt, bei der Länge ist dann schon alles eingestellt. Ja, da ist hier richtig die Länge gekürzt vom Zug und so weiter. Das ist ein komplettes System. Einfach nur anbauen und losfahren. Und schwuppsiwupps, hier hinten anschließen.
So. Da muss man nur noch kontrollieren, ob es funktioniert. Sieht doch gut aus. Perfekt. Sieht sehr, sehr gut aus. Fühlt sich überhaupt nicht gut an. Der Schalter macht einen ziemlich wabbeligen Eindruck. Jetzt bekommt er erstmal seinen schwammigen Griff zurück. Ja, das war's. Also wie gesagt, da ist überhaupt nichts Großes bei. Bei dieser SRAM-Nummer einfach Schalter auspacken, anbauen, schauen, ob die Einstellung dann stimmt. Ja, in Gang 3 wird er eingestellt. Da müssen diese Striche übereinstimmen. Also das ist alles in der Beschreibung auch drin. Also ich denke, da ist eine Beschreibung bei. Ist keine Beschreibung dabei. Also ihr habt die Markierung, genau wie bei der alten SRAM-Box, habt ihr die Markierung einmal auf dem Deckel und einmal unten drunter seht ihr ja diesen Zug, wie er steht. Ne? Und der verschiebt sich ja immer gangmäßig so 1, 2, 3 und bei 3 müssen diese beiden Striche übereinstimmen. Sollte das nicht stimmen, könnt ihr damit korrigieren, indem ihr hier an dem Teil ein bisschen dreht, an dieser Einstellschraube oben am Griff oder eben an dieser Einstellmöglichkeit unten an der Schaltbox. Könnt ihr ein bisschen Zug geben oder Zug sozusagen ziehen, ein bisschen mehr Spannung und weniger Spannung einstellen. So, die Einstellschrauben befinden sich hier, da einmal am Griff und einmal befindet sich die Einstellschraube hier, da an der Schaltbox. Ja, das war's eigentlich für heute. Jetzt mache ich gleich noch meinen eigenen Draht wieder fertig, wieder links und kommt dann ins Netz. Dann schauen wir mal. Schön ist, dass ein Aufkleber dabei ist. Da muss man es den Leuten nicht mehr erklären. Diesen Aufkleber klebe ich immer rauf. Den könnt ihr immer wieder abkratzen auch, wer den nicht haben will. Wer weiß, wie es funktioniert. Ja? Also es heißt, kurz aufhören mit Pedalieren, dann schalten, dann weiter pedalieren. Ja? Also diese Box schaltet schlecht. Die schaltet manchmal auch mit Druck, aber eigentlich nicht. Eigentlich muss man kurz aufhören mit Treten, dann schalten. Unter Last schalten geht bei dieser Box, mit dieser Schaltung eigentlich nicht. Ja, Aufkleber. Ruf und gut. Wenn das scheiße findet, macht das wieder ab. Zack. Tja, Griffe muss er sich mal neue holen. Bevor er sich da neue Griffe holt, muss das natürlich fertig gemacht werden, also einmal aufpoliert werden. Der ganze alte Schlotz da weg, der Schlüssel, und dann ist das gut. Ja, haben wir gemacht. Ist fertig. Next, und da wir nichts next haben, wie gesagt, machen wir jetzt gleich eins von meinen Rädern noch fertig. Toll, Trittler ist durch. Ach Mann. Ey. Oh Gott. Tretlager ist durch.
alle Lager durch. Was ist das? Okay, ein neues Vorderrad habe ich da oben. Das ist ganz gut, ein Schuss. Bremsbelag muss aber auch neu. Das kann ich so nicht wieder auf die Straße lassen. Verkauft das als Bastlerrad. Kein Bock. Rechnet sich doch nicht. So eine Räder sind doch wirklich. Und schleifen tut sie nicht. Gut, das war's. Feierabend. Ich kümmere mich jetzt wieder um Skadi, denn die ist alleine zu Hause. Als einzige mit mir. Und wenn wir jetzt eine Runde vielleicht draußen spazieren gehen oder gucken mal, was wir machen. Es ist aber auch sehr kalt und sehr ungemütlich hier in Berlin. Unangenehmes Aprilwetter, sagen wir es mal so. So richtig toll ist es nicht. Aber wir werden irgendwas machen. Wenn wir zusammen was spielen, gucken wir mal. Das ist wirklich nicht so schön gerade. So, ich habe eine Suppe aufgesetzt. Schönen Kartoffel-Eintopf. Kartoffelsuppe. Mit wieder Paprika, Möhren, Zwiebeln, Wurstfleisch. Allerlei Gedöns. Jetzt kocht das eine Stunde. Und dann ist es fertig, glaube ich. Nach 20 Minuten wird mal gerührt. Jetzt sind wir fertig.
Und ich esse eine Runde. Auf jeden Fall. Ein bisschen Suppe. Na, das sieht doch gut aus. Wunderbar, Eintopf wieder fertig. Hallo, ihr habt angerufen bei mir? Gerade? Papa, ich bin jetzt da. Fahrrad angucken. Ja, ich bin jetzt da. Papa, ich bin da. Okay, bis da. Na, dann geh. Alles klar. Papa, gut geschmeckt. Ja, das ist schön, das ist gut geschmeckt. Schau mal meine Sisse an. Ja, das ist toll. So, nee, wann war gestern mit Fahrrädern? Achso, ja, weiß ich gar nicht. Ach, ich weiß es nicht mehr, es sind so viele Sachen gerade. Deswegen. Na, offen ist ja nicht. Ja, bei uns ist ja nicht offen. Ja, du kannst jetzt nicht einfach so vorbeikommen. Du musst schon sagen, wann du genau da bist und so. Und dann weiß ich gar nicht, um was für ein Rad ging es denn. Ich habe das ehrlich gesagt. Ein was? Ach, ein Trekkingrad. Ja, da. Das war ein Herrenrad, oder? Okay. Na, ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, wann. Welche Größe muss es denn haben? Wir haben jetzt, glaube ich, eins. Das ist aber auch online zu sehen. Das kannst du dir ja online angucken, erstmal. Wenn du. Fahrradsalon, einfach Fahrradsalon reingeben bei eBay Kleinanzeigen, dann müsste das kommen. Probier mal Fahrradsalon, wenn du eingibst, und dann siehst du meine Anzeigen eigentlich. Also nicht alle, dann gehst du halt auf den Account sozusagen und dann siehst du, was da drin ist gerade im Moment. Na? Und ansonsten haben wir noch ein Bergamont Trekkingrad, das habe ich auch noch da. Was ist denn dein Budget? Ja, das ist ja meistens so. Das Bergamont ist nämlich 380. Also, das, müsstest du, aber du müsstest dann wirklich vorbeikommen, weil das steht nicht online drin. Naja, wenn du sagst, du kommst dann und dann, dann würde ich mich drauf einrichten, sozusagen. Ja, ja, ich weiß, das ist ja auch ein Problem. Alles klar, gut. Dann bis morgen. Ciao, ciao. Naja, immerhin hast du gegessen. Fast als Erfolg verbuchen hier. Ja. Ja, ich bin alleine hier zu Hause und habe gekocht für fast alle. Deswegen ist es ein bisschen viel vielleicht. Ja, ich bin doch mit Skadi bin ich hier. Alleine. Ja, die Kleine ist doch krank. Wieder. Naja, wisst ihr, fing mal den Tag an, so ein bisschen mit. Ich dachte, Schnupfen oder so ein Scheiß. Aber die ist im Krankenhaus, die war halt auf der Intensivstation sogar. So schlimm, die hat jetzt
3 Tage hintereinander Fieber über 40. Und ja, die hat eine Sepsis gehabt, ne? Diese Nierenscheiße. Da haben wir sie dann den Tag natürlich gleich ins Krankenhaus gefahren. Und dann haben sie versucht, so über sämtliche Zugänge ihr den Mittel zu geben. Die ist doch seit 2 Tagen, 3 Tagen nichts mehr. Und so. Also das ist ganz scheiße gerade alles. Ah, das ist eine Kacke, sagt ihr. Ja, jetzt sitze ich hier zu Hause rum und Marlies ist natürlich im Krankenhaus geblieben. Ja, die ist da interniert, also man kann sie auch nicht besuchen und es fällt ja alles flach. So oder so, Ona kann sich auch nicht bewegen, die darf sich nicht bewegen, weil die hat jetzt, heute wie gesagt, war sie auf der Intensiv, hat sie einen Zugang gelegt bekommen, bis zum Herzen ran, damit Medikament irgendwie reniert in sie. Das ist alles scheiße. Ja, das war kurz danach noch. Das war dann am Sonntag. Montag sind wir dann ins Krankenhaus. Genau. Das wurde wohl zu früh abgebrochen. Also einen Monat hat es ja durchgehalten so. Ist ja nicht passiert. Aber dann jetzt, naja. So ist es denn. Ja, das ist das gerade. Jetzt bin ich hier mit Skadi und wie gesagt, hab einen großen Eimer Suppe gekocht hier und dachte, wenn du in der Nähe bist, dann alle. Peter, 19, 19 Uhr, ja, komm, das war das Essen. So, Schnauze voll. Na dann, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und macht es gut und kommt Corona-frei in den 1. Mai. Das ist Jahr 2. Also, denkt dran, auch dieses Jahr werden wir es schaffen. Corona-frei. Und oder eben in diesem Jahr spätestens dann auch die Seuche mehr oder weniger so auszurotten, dass sie nicht mehr all unser Leben so beherrscht. Macht's gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy.